Ja, gut, da machen wir uns mal auf die Suche nach Ivy, unsere Zieltochter. Ne? Das ist alles deine Schuld, Mann. Alles klar. Okay. Also, wir wissen jetzt ein bisschen mehr über Mias Vergangenheit und wir wissen auch, dass Mia im Labor gearbeitet hat oder auf dem Schiff. Ich glaube, wir sind auf dem... Was der Kuh? Ah. Und wir wissen, dass die Ivy fliegen konnte. Dass aber nicht wir dran schuld sind, sondern unser anderer Partner. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. So unwichtig ist der. Also ich dachte, ich kann hier die Flasche nehmen. Hier kommt eine Pistole rein. Da sieht man doch, dass hier eine Pistole reinkommt. Weil ich jetzt die P19 hier rein haben. Okay. Und wissen auch, mit was wir auch die ganze Zeit rumgelaufen sind. Das sind nämlich die Gewebeproben von Evelyn. Das sind die Gewebeproben, mit denen wir auch die ganze Zeit rumgelaufen sind. Mama, ich will das... doch. Will hier lang. Ich wollte gerade sagen, ich wollte von der anderen Seite... Okay, irgendwas brauchen wir noch. Das sieht jetzt, irgendwie sieht das jetzt schon hier, das Schiff, total scheiße aus. Ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, das Schiff sieht jetzt schon scheiße aus. Weiß nicht wieso, aber das sieht jetzt schon mega gruselig aus, obwohl das eigentlich gar nicht gruselig... Warte mal, waren wir jetzt überall hier? Hallo? Wieso dürfen wir hier mit einer Maschinenpistole rumlaufen? Ich hätte die gerne auch im Hauptspiel. Mensch. Okay, wir finden aber... Ich bin dann noch so gut. Ich finde das wirklich... Aber warte mal. Nee, warte mal. Achso, hier. Nee, Moment. Wo wir jetzt hier weitermachen, würde ich nochmal ganz kurz gucken. Ob wir nochmal hier irgendwas aufdecken können. Vielleicht haben wir dafür dann auch gar nicht mal die Gelegenheit. Ich glaube, von dem Raum kamen wir. Ja. Okay. Gut, dann gibt es hier also nichts mehr. Ich sage, das Schiff ist jetzt schon gruselig. Aber warum lässt uns die liebe Ivy, die Evelyn, warum lässt die uns... in Ruhe. Haben wir mit ihr einfach eine übelstarke Bindung? Sieht sie uns vielleicht wirklich als Mutti? Ich bin ja auch eine hübsche Mutti, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Also ich hier. Zurücksetzen. Ellen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Das? Die hat sich übergeben. Das ist übergeben. Alles klar. Alles klar. Okay, wenn das übergeben ist, dann hat die ja am Haus, ja gut, bei so einem Haus, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, bei so einem Haus hätte ich dann auch gereiert, aber... Das ist krass. Warte mal, irgendwas fehlt uns. Hä? Warte mal. Wir müssen noch mal ganz kurz hier gucken. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwo hier liegen könnte. Hallo? Ah. Ich weiß nicht, so eine Karte oder vielleicht eine Sicherung oder irgendwas. Liegt hier irgendwas? Pillen. Ah, warte mal, vielleicht die Gewebeprobe?
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber... Mama. Hätte der klappen können. Okay, irgendwas fehlt uns noch. Schaltplan, ne, gut. Aber was? Wow! Geil! Ey, es macht ja mega Fun mit der Waffe. Bleibst du tot? Du bleibst tot. Das finde ich schön. Warte mal, wir laufen aber. Hä? Dann nehmen wir mal den Fahrstuhl, ne? Ich sprehe. Hallo? Mach den Fahrstuhl wieder an. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Achso, lol. Ich dachte. Gut. Okay. Ich dachte. Hä? Das muss ich doch jetzt bestimmt. Ich dachte eigentlich, ich müsste das jetzt, aber wir fahren jetzt erstmal hier, ne? Okay, S2. Ich dachte, wir müssen das hier ausbauen. Aber vielleicht müssen wir das erst ausbauen, wenn wir den Fahrstuhl nicht mehr benötigen. Oh lol. Ups. Hör auf zu rennen. Hör auf dich zu wehren und hör auf zu rennen. Das sind bitte zwei Dinge, die du nicht tun solltest. Genau, bleib einfach liegen. So ist am schönsten. Mich kraut so viel Kraut, wie wir hier finden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht gegen die sogar fighten müssen. Ja, hier fehlt auch wieder was. Zwei Bomben. Das ist für eine Bombenstimmung. Wir haben zwei Bomben, aber wir können. Irgendwo ist jetzt was runter. Na da. Warte mal, ich will irgendwas noch mit den Bomben machen wollen, irgendwie. Will die, kann man, ich will noch mal ganz kurz gucken. Können wir mit den Bomben für eine Bombenstimmung hier an der Tür sorgen? Nein. Schade. Wir brauchen langsam, aber sicher wieder, da haben wir es, bisschen mehr Munition. Ich glaube, Emma wird jetzt nicht reichen. Wenn, die müssen wir nämlich mit einem Messer hier rumlaufen. Und ich habe so das leichte Gefühl, dass wir mit einem Messer nicht sehr weit kommen werden.
Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmelzen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. In unserem Gepäck soll ich nachschauen? Hallo. Komisches Gepäck. Ah, sie hat ja auch in der Gegenwart hat sie ja zu uns auch Mami gesagt, ne? Aber warte mal, wenn sie dahinter ist. Wir haben dreimal Säure. Da will ich jetzt mal was bitte austesten, ganz kurz hier. Aha. Aha, aha, aha. Da haben wir nämlich nochmal Säure und ich habe das Gefühl, wir werden jetzt gleich nochmal kurz mit dem Fahrstuhl hochfahren. Und wir nochmal ganz kurz gucken. Obwohl oben die Türen, aber ich glaube nicht, weil oben sieht das eher so aus, als wir da mit irgendwas anderen. Aber ich würde es trotzdem mal kurz ausprobieren wollen. Weil ich dachte ja die ganze Zeit, dass wir die Dinger hier ausbauen können. Aber vielleicht können wir die, wie gesagt, später ausbauen, weil das ist ja hier eine Sicherung. Würde ja irgendwie Sinn machen. Weil die leuchtet mich ja auch so an. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz hier so eine Tür finden. Kann ich eigentlich den... Warte mal. Was? Hä? Sehr witzig. Bringt mir jetzt was? Okay, ich kann vor den Kämpfen, glaube ich, auch fliehen. Wäre das sinnvoller gewesen, wenn ich vor den Kämpfen... geflohen wäre. Brauche ich wirklich so viel Munition? Ich habe nämlich langsam echt das Gefühl, ich brauche für den Fight extrem viel Munition. Mal von der anderen Seite verschlossen. Ich dachte, oh gut. Ich dachte irgendwie, ich kann was mit Alan machen, weil der so rumgehustet hat. Was passiert eigentlich, wenn ich die Waffe in die Kiste mache? Habe ich die dann in der Gegenwart dann... auch. Ach mal, wir könnten... So, sollen wir das mal? Warte mal. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das mal mit der Säure machen soll. Komm, wir machen mal einmal Säure hier rein. Ich würde es gerne mal ausprobieren wollen. Weil das ist ja, wir sind ja gerade in der Vergangenheit, ne? Und wenn wir die Sachen in die von der Vergangenheit aus schon mal in die Kisten reinmachen, müssen die ja in der Zukunft logischerweise dann in den Kisten sein. Also, oder in der Kiste, aber, ne? Wisst ihr, was ich meine? Müsste dann ja eigentlich funktionieren. Die Frage ist, bringt mir das überhaupt noch was? Weil ich habe irgendwie das Gefühl... dass wir nicht mehr zurückkehren werden, dass wir jetzt wirklich das Haus abgeschlossen haben.
Wenn wäre das ja voll geil, wenn man die P19 in die Kiste reinlegt. Warte mal. Ich hab's jetzt vergessen. Warte mal, das war doch die... Genau, aber es gibt ja gerade auch keinen anderen Weg mehr. Das heißt, wir müssen hier durch. Hallo. Bist du böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Doch, ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Bin ganz böse. Ich werde dich töten. Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Was für ein nerviges Kind, weißt du? Hat ein Labor, ein eigenes Labor. Also, sie vielleicht. Die vielleicht nie unbedingt, ne? Sie wird irgendwo in so einer Versuchszelle irgendwo sein. Aber jetzt will sie noch ein Haus. Also, nee. Weil das Kind kommt in die Babyklappe. Definitiv. Ich würde gerne mal die Säure hier just for fun hin. Aber kann ich bestimmt nicht machen, ne? Ah, schade. Hier lang. Wow! Kackkind. Evie, warte! Evie! Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach dir nur Sorgen, wie du Evelyn zurückbekommst. Evie, du kriegst ein Haus versprochen im Labor, ein ganz kleines Ameisenhaus. Ich mag. Wow! Sagt euch, ich mag das Kind nie. Kann man das Kind nie einfach in die Babyklappe geben? Das erinnert, es hat einen Touch gerade von Beyond Two Souls, so ein bisschen, ne? Okay. Will's ungern nachladen. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Sie nennt uns Mama. Will sie uns wirklich schaden? Also gut, heutzutage, ne, wenn ich mir mal so die Kinder angucke, die haben ja gar keinen Respekt mehr vor der Mama. Und wenn ich dann höre, dass sie ihre Eltern schlagen, kann ich das irgendwie... Nimm mich mit, Mann! Ey, komm bitte. Evie. Ist das ein nerviges Kind, ey, meine Herren. Jetzt muss ich mit der Alten hier noch Fang spielen, ey. Nee, ich mag die nicht, ey. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Als ob. Alter, das lächelt mir. Mann!
Das lächelt mich an. Kann man doch abbauen. Ich glaub's doch selber nie. Ich bin halt gerade am überlegen, ob ich will das nicht. Also ich habe eine Idee, aber... Ich habe halt echt eine Idee, also mit der Bombe, aber... Alan? Alan, wo zur Hölle bist du? Mit seinem eigenen Blut geschrieben, glaube ich. Sehr schön. Oh nee. Oh nee. Oh fuck. War ein Spaß. Warte mal, hier kann ich definitiv Säure reinmachen. Aber hier nicht noch eine Tür? Waren hier nicht zwei Türen? Och, Alter, leck mich doch. Das ist ein Witz, oder? Ach so. Wow. Die eine Säure brauche ich. Okay. Das heißt, wir müssen nochmal... Ich weiß gar nicht mehr, wo die Kiste war. War die bei Alan, glaube ich, drin, ne? Ja, schade. Ich dachte irgendwie, man kann mal ausprobieren. Hätte ich jetzt gerne mal testen wollen. Hätte ich echt gerne getestet, aber okay. Also, es kann gut möglich sein, dass es funktioniert. Aber ich habe jetzt eine Säure leider verbraten. Scheiße, warte mal. Boah, ja, Autoteil. Scheiße. Macht er. Oh nee, ich dachte, das wäre hier irgendwie so. Nee, Mutti. Ich hab irgendwie... Pass mal auf, wir haben... Ich darf die auch nirgendwo benutzen, ne? Warum leuchtet mich die Scheiße so an? Ich mag das nicht. Hör auf zu leuchten, Mann! Dann einmal hier durch. Sind wir nämlich auf der Seite hier. Ah, guck mal, hier ist das Treppenhaus. Ich guck noch mal ganz kurz hier unten. Hier ist nix. Gar nix. Finde ich nicht so gut. Finde ich,
Nee. Es wäre so witzig, wenn ich jetzt noch ein Videotape reinmachen könnte. Dann gucken wir im Video ein Video. Und dann wieder ein Video. Dann gucken wir ein Video. Und dann sind wir in Video. In der Videospirale. Yeah, das ist Alan. Ich will aber nochmal. Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nie hat sie... Okay, warte. Evie, nein, Evie! Alan, hör zu! Ich hab's nicht so gemeint! Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen. Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Oh, lecker. Hi. Jo. Und wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Es sind noch ein paar offene Fragen. Aber vielleicht klären die sich noch. Also die erste wäre halt wirklich... Also ich habe das jetzt alles verstanden, aber wie sind wir dann ins Haus gekommen? Und bevor wir ins Haus gekommen sind, also bevor wir von der Familie gekidnappt worden sind, hatten wir dann eigentlich schon den Virus Intus? Also sind wir schon mit dem Virus zur Familie gekommen. Und ja, ich hoffe, das klärt sich alles noch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüssi.